Yo, Freunde, was geht ab? Hier ist euer Johnny Hunt. Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und heute gibt es etwas, das es schon wirklich sehr lange nicht mehr gab. Ich glaube, das letzte Mal vor 1,5 Jahren, vielleicht auch vor 2 Jahren. Ich habe absolut keine Ahnung. Heute werde ich euch ein paar Waffen zeigen, in Anführungszeichen Waffen, die in Deutschland verboten sind. Und ja, ich würde mal sagen, es gehen noch schnell liebe Grüße raus. Und zwar an Flo Karis, James Bond und Dartskill. Falls ihr auch gegrüßt werden wollt, dann lasst einfach einen Kommentar. Vielleicht seid ihr beim nächsten Mal mit dabei. Und ansonsten würde ich mal sagen, ich will hier keine Zeit verschwenden. Wir drehen die Kamera um und ich fange direkt an mit der ersten verbotenen Waffe. Let's go! Die erste in Deutschland verbotene Waffe ist hier diese Pistole. Haha, war nur ein Prank, ist gar keine Pistole, sondern ist in Wirklichkeit ein Messer. Ja, auf jeden Fall, finde ich, sieht auf den ersten Blick richtig schön aus. Aber ich bin mir gar nicht sicher, ob das hier verboten ist in Deutschland. Echt keine Ahnung, ich mach's mal kurz auf. Springt wirklich sehr, sehr gut auf. Ist federunterstützt, das gefällt mir. Ob das jetzt verboten ist in Deutschland, echt keine Ahnung. Ich kann es mir vorstellen, weil das hier so einen besonderen Griff hat. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass es nicht verboten ist, weil es meiner Meinung nach ein ganz normales, federunterstütztes Messer ist. Einhandmesser. Und das darf man besitzen. Darf man zwar nicht mit sich führen, aber dürfte man normalerweise schon besitzen. Aber ich will hier nichts Falsches sagen, deswegen echt keine Ahnung. Ja, im Großen und Ganzen, von der Idee her, finde ich das wirklich richtig, richtig nice, das Messer. Aber ich habe da noch ein paar Verbesserungsvorschläge, die werde ich euch auch gleich sagen. Und ich muss hier auch ganz ehrlich zugeben, ja, qualitätstechnisch ist das hier natürlich nicht das Gelbe vom Ei. Rostet hier auch schon, also da wurde kein Edelstahl verwendet. Wirklich sehr schade. Hier an der Klinge hängt auch schon Rost. Ist auch nicht so scharf. Ist überhaupt nicht scharf, wenn ich ehrlich bin. Da müsste man auf jeden Fall noch was machen. Hier nochmal so 2 Patronen eingestanzt. Finde ich sehr, sehr schick. Ja, und was ich hier auf jeden Fall auch noch gut finde, ist, dass dieser Pin hier auf jeden Fall quasi die Kimme darstellt. Und was ich mir hier noch wünschen würde, dass der Abzug irgendwie noch eine Funktion hätte, beispielsweise, dass man hier die Sicherung mit dem Abzug lösen kann, aber irgendwie wäre das auch blöd, weil wenn man das Messer so in der Hand hält, hält man natürlich auch den Abzug, wenn man dann die Sicherung betätigen würde, wäre das irgendwie blöd, weil dann könnte man das nicht mehr so gut benutzen. Ja, war nur so ein Vorschlag, ne? Okay, ihr könnt mir ja mal gerne in den Kommentar schreiben, ob ihr der Meinung seid, dass das in Deutschland verboten ist oder ob ihr der Meinung seid, dass das in Deutschland erlaubt ist. Würde mich auf jeden Fall wirklich sehr interessieren. Okay, die nächste Waffe ist in Deutschland wirklich verboten, da bin ich mir 100% sicher. Und zwar ist das hier so ein typischer Schlagring. Sieht wirklich sehr schick aus. Hier von der Verarbeitung auch nicht so das Beste. Also hier sieht man auf jeden Fall noch so ein paar Reste. Da wurde nicht sauber geschliffen. Aber ist auf jeden Fall in Ordnung. Das Teil kostet übrigens 5 Euro. Der Schlagring hier 3 Euro. Hier nochmal so 3 Totenköpfe. Ansonsten ist das einfach nur so ein kleines Stück Metall. Mehr ist das nicht, ne? Aber ich glaube, richtet wirklich sehr großen Schaden an. Also ich kann schon nachvollziehen, wieso das verboten ist. Mich würde echt mal interessieren, wie es aussieht, wenn ich damit so auf eine Melone schlage. Würde mich wirklich sehr interessieren. Vielleicht werden wir das mal tun. Ich glaube, mehr gibt es hierzu auch nicht zu sagen. So, machen wir weiter. Ich glaube, der ein oder andere von euch weiß schon, was sich hier drin befindet. Ich habe hier insgesamt 5 Stück. Holen wir mal den ersten raus. Und zwar sind das klassische Wurfsterne, auch in Deutschland verboten. Der hier hat 6 Zacken insgesamt. Und ich kann auch verstehen, wieso Wurfsterne verboten sind, weil wenn man das Ding wirft, das bleibt stecken. Da braucht man echt irgendwie kein Talent dafür. Wenn man Wurfmesser werfen will, das ist schon etwas schwieriger. Da trifft man nur auf bestimmten Entfernungen und so weiter und so fort. Da muss man richtig geübt sein, um damit gut werfen zu können. Aber mit so einem Wurfstern, das geht ohne Probleme. Kann man ganz easy werfen. Und ansonsten richtet er auch, glaube ich, großen Schaden an. Eine Frage hier an euch. Habt ihr Bock auf ein paar Tests damit? Ein paar Wurftests auf irgendwelche Gegenstände? Wenn ja, könnt ihr mal gerne einen Daumen hoch da lassen. Wenn nicht, lasst einfach einen Daumen runter da. Ansonsten sieht aus wie Edelstahl, ganz normaler Edelstahl, kostet auch 2 bis 3 Euro das Stück, wirklich sehr günstig. Schauen wir uns mal die anderen Wurfsterne hier an. Oh, das hier ist der beste Wurfstern, den ich mitgenommen habe. Auch insgesamt 6 Zacken oder wie man die Dinger auch hier nennt, made in China. Wurfsterne finde ich irgendwie echt mega faszinierend und macht auch sehr viel Spaß damit zu werfen. Und ich glaube, die sind auch sehr einfach herzustellen. So, schauen wir mal weiter hier rein. Hier haben wir den nächsten. Der hat mehr Zacken, oder? Oder kommt mir das jetzt nur so vor?
Nee, tatsächlich. Der hat wirklich mehr Zacken. Der hat hier 1, 2, 3, 4, 8 Stück insgesamt. Also es ist, bei denen ist das schon hundertprozentig so, dass sie noch stecken bleiben können. Aber wenn der hier noch 8 Zacken hat, huiuiui, da kann man wirklich gar nicht falsch werfen. Das Ding bleibt hundertprozentig stecken. Ja, in Schwarz. In Schwarz gefällt er mir etwas besser als hier in der Farbe, aber die hier finde ich wirklich am besten. Mal schauen, was wir hier noch so für Bruchsteine haben. Hier haben wir einen mit wieder 6 Zacken. Das ist... Ah, nee. Das ist nicht derselbe, oder? Ist das derselbe? Das ist echt nicht derselbe. Etwas anders von der Form. Aber fällt fast gar nicht auf. Aber es ist ein bisschen anders, ne? Ich glaube, mehr gibt es dazu auch nicht zu sagen. Einen haben wir noch. Nochmal ein Schwarz. Das ist einer mit nur 5 Zacken. Ich weiß gar nicht, welche Wurfstern-Variante jetzt hier die gängigste ist. Ah, 5. Hoppla. 5 Zacken reichen auf jeden Fall auch aus, damit das Ding hundertprozentig stecken bleibt. Ich glaube, bei 4 Zacken kann es sein, dass der nicht unbedingt stecken bleiben wird, aber selbst 4 Zacken. Ich weiß gar nicht, ab wie viele Zacken das Teil haben muss, damit das als Wurfstern zählt. Könnt ihr mir auch mal gerne in die Kommentare schreiben, falls ihr das wisst. Aber ansonsten, hier ist er auch ganz leicht scharf. Aber das ist wirklich nicht der Rede wert. Ich glaube nicht, dass man damit was schneiden könnte. Also ein paar Chance-Tests damit, ein paar Wurftests. Das würde mich wirklich sehr interessieren. Mal schauen, ob ihr Lust darauf habt. So, kommen wir jetzt zu einem weiteren Teil. Und zwar dieses Messer hier. Das ist ein Automatikmesser. Ich weiß gar nicht, was das kostet, aber auch wirklich sehr günstig. Das ist auch hier feinstes Plastik. Von der Verarbeitung her wirklich sehr, sehr schlecht. Also sowas würde ich auf gar keinen Fall jemandem empfehlen. Also generell kann ich hier nichts empfehlen, ne? Aber wenn man sowas besitzen dürfte, dann wäre das auf jeden Fall materialtechnisch echt feinste China-Ware. Um es aufzumachen, muss man hier einfach nur zack, hochdrücken, um es zuzumachen, runterziehen. Ist eine schöne Spielerei. Auf jeden Fall verboten in Deutschland. Und wenn man sich hier die Klinge anschaut, sieht eigentlich aus wie so eine Taschenmesserklinge oder wie so eine Butterbrotklinge. Das ist auf jeden Fall überhaupt nicht gut. Nicht mal richtig spitz, überhaupt nicht scharf. Ich glaube, damit kann man nicht mal Papier schneiden, würde ich jetzt mal vermuten. Aber macht sehr viel Spaß, das auf und zu zu machen. Mich würde echt mal interessieren, wie es da drin so aussieht, wie das aufgebaut ist. Vielleicht werden wir das mal aufschrauben und anschauen. Ich habe hier zwar keinen Schraubenzieher, aber wäre wirklich mal sehr interessant zu erfahren, wie das da drin so aufgebaut ist. Könnte ich so den ganzen Tag machen. Ist eine gute Beschäftigung. Das sind die Anti-Stress-Spielzeuge 2020. Ich sag's euch, das wird ein neuer Trend. Anti-Stress-Spielzeug. Okay, kommen wir zur letzten Waffe, die ich hier für euch habe. Und ich habe wirklich schon sehr oft in den Kommentaren gelesen, dass ich damit mal ein paar Tests machen soll. Schaut euch das mal an. Das ist ein typischer Teleskopschlagstock. Shen Su Gan. Auf der anderen Seite steht nochmal Police drauf. Ja, um das Ganze aufzumachen, muss man hier einfach nur mal kräftig so durchziehen. Hoppla, das war falsch rum. Okay, es war wirklich falsch rum. Wenn man da einmal so kräftig durchzieht, ist der auf jeden Fall offen. Und ansonsten, huiuiui, ich glaube, der richtet schon ganz schön ordentlichen Schaden an. Einfach so ein Metallstab und der ist echt stabil. Oh, ich glaube, damit werde ich mal einen Schadenstest machen gegen so eine Melone oder so etwas. Würde ich auf jeden Fall sehr interessant finden. Also um den aufzumachen, einfach so durchziehen, dann geht er auf. Und um den zuzumachen, warte, wir machen das hier nochmal, etwas fester. So geht er auf jeden Fall. Dann kann man den hier reinschieben. Aber ich muss sagen, der ist hier qualitativ auch nicht so gut verarbeitet. Ich meine, ich habe gerade Probleme gehabt, den zuzumachen. Wenn man den etwas fester hier aufmacht, kriegt man das Ding gar nicht mehr so gut rein. Also da muss man schon ordentlich Gewalt anwenden, wie es aussieht. Ah, okay. Jetzt hat es funktioniert. Aber hier, das Teil, das ist wirklich qualitativ nicht so gut. Geht sehr schwer wieder zu oder eben nicht reibungslos. Ah. Ich glaube, damit werden wir mal auf jeden Fall einen Schadenstest machen. So, Freunde, das war's. Mehr habe ich nicht. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Mal was anderes, wie in guten alten Zeiten. Und ansonsten würde ich mal sagen, hier könnt ihr euch noch weitere Videos anschauen. Wir sehen uns spätestens morgen wieder. Ich hab euch lieb, euer Johnny Hunt. Peace.